Seit Jahren versuchen die Gewerkschaften der Filmschaffenden, die gefährlichen Arbeitsbedingungen in Hollywood aufzudecken. Leider hat es den Anschein, dass sie noch viel Arbeit vor sich haben. Hier sind einige der Schauspieler und Crewmitglieder, die am Set eines Films getötet wurden. Im Jahr 2021 schockierte ein verrückter Unfall am Set von Alec Baldwins Film Rust die Welt. Alec Baldwin says he is fully cooperating with police after one crew member was killed on a movie set in New Mexico. Bald darauf wurde bekannt, dass Baldwin die Kamerafrau Helena Hutchins mit einer Waffe erschossen hatte, von der er nicht wusste, dass sie geladen war. Laut einer eidesstaatlichen Erklärung, die von Deadline veröffentlicht wurde, übergab der Regieassistent die Waffe an Baldwin und erklärte, dass es sich um eine kalte Pistole handele und daher keine scharfen Patronen enthalten seien. Auch Regisseur Joel Souser wurde verletzt, als der Schauspieler während einer Probe in Richtung Kamera schoss. Seitdem sind Fragen zur Produktion des Films aufgetaucht. Der Gaffer des Films, Sergei Svetnoy, der Hutchins im Arm hielt, als sie starb, schrieb auf Facebook: "Um einen Cent zu sparen, stellt man manchmal Leute ein, die für diesen komplizierten und gefährlichen Job nicht voll qualifiziert sind. Und man riskiert das Leben der anderen Menschen, die in der Nähe sind, und auch das eigene Leben." Svetnoy beschuldigte die Filmproduzenten, sich mehr um das Budget als um ihre Mitarbeiter zu kümmern, von denen einige in der Woche zuvor die Arbeit niedergelegt hatten. Nach Bekanntwerden der Nachricht kündigte Baldwin an, dass er mit der offiziellen Untersuchung zusammenarbeiten werde, um herauszufinden, was genau schiefgelaufen ist. Er tweetete: "Es gibt keine Worte, um meinen Schock und meine Trauer über den tragischen Unfall auszudrücken, der das Leben von Helena Hutchins, einer Ehefrau, Mutter und von uns sehr geschätzten Kollegin, genommen hat." Als Top Gun, sie fürchten weder Tod noch Teufel, 1986 in die Kinos kam, überzeugte der Film die Amerikaner mit seinen atemberaubenden Actionsequenzen und der charismatischen Hauptrolle von Tom Cruise. Der Film war auch dem Gedanken an Art Scholl gewidmet, einem Stuntpiloten, der bei einem schrecklichen Unfall während der Dreharbeiten sein Leben verlor. Scholl hatte sich vom Fluglehrer zu einem der besten Stuntpiloten des Landes entwickelt. Er flog nicht nur für das US-Kunstflugteam, sondern war auch in Filmen wie Indiana Jones und der Tempel des Todes, Das fliegende Auge und Der Stoff, aus dem die Helden sind, zu sehen. Bei den Dreharbeiten zu Top Gun, sie fürchten weder Tod noch Teufel, ging jedoch etwas schief, als er in 4000 Fuß Höhe über dem Atlantik eine Kopfüberdrehung vollführte. Während des Sinkflugs meldete Scholl über Funk, dass er ein Problem habe, und wiederholte dies, als er auf 1500 Fuß angekommen war. Kurz darauf trafen Aufklärungsflugzeuge ein, aber da war er schon verschwunden. Obwohl die Küstenwache nach Scholls Leiche und den Wrackteilen seines Flugzeugs suchte, wurden sie nie gefunden. Es wurde spekuliert, dass das Flugzeug durch das Gewicht von Scholls Kameraausrüstung abgeworfen wurde, obwohl die wahren Umstände von Scholls Tod bis heute ein Rätsel bleiben. Die Filmindustrie wurde 1982 erschüttert, als ein brutaler Hubschrauberabsturz am Set von Unheimliche Schattenlichter den Tod von Vic Morrow und zwei Kinderdarstellern zur Folge hatte. Die Szene sollte zeigen, wie Morrow die beiden Kinder während des Vietnamkriegs rettet. Später stellte sich heraus, dass die 7-jährige Micah Din Lee und die 6-jährige Renee Shin Yi Chen von Regisseur John Landis unter der Hand bezahlt wurden, um Kinderarbeitsgesetze zu umgehen. How two children could be working at 2:30 in the morning just blows my mind. Der Hubschrauber wurde außerdem von einem echten Vietnam-Veteran geflogen, der durch die Pyrotechnik des Films in Angst und Schrecken versetzt wurde. Als der Hubschrauber in den Fluss stürzte, in dem die Darsteller standen, wurde Renee von der rechten Seite des Fahrzeugs zerquetscht, während Morrow und Micah von dem Hauptblatt aufgeschlitzt wurden. Die Explosionen der Spezialeffekte waren einfach zu nah am Hubschrauber, sodass dieser in einen unkontrollierten Sinkflug geriet. Später wurde auch festgestellt, dass der Hubschrauber aufgrund mangelnder Kommunikation zwischen dem Piloten und Landis zu nah am Boden flog. Obwohl Landis und die Produzenten des Films fast ein Jahrzehnt lang vor Gericht standen und strafrechtlich verfolgt wurden, wurden sie schließlich freigesprochen. Der Unfall führte jedoch zu dringend notwendigen Änderungen der Sicherheitspraktiken in der Filmindustrie. 1984 kam es am Set der CBS-Serie Mode, Models und Intrigen zu einem Unfalltod durch den Einsatz einer Requisitenpistole. Der Hauptdarsteller John Eric Hexham war 26 Jahre alt, als er die Action-Abenteuerserie drehte, die wahrscheinlich seine große Durchbruchsrolle gewesen wäre. Nachdem sich die Dreharbeiten an einem besonders langen Tag erneut verzögert hatten, begann der Schauspieler mit einer Requisitenpistole herumzuspielen, als ob er russisches Roulette spielen würde. Als er den Abzug betätigte, schoss sich Hexham jedoch tödlich in den Kopf. Obwohl die Pistole keine echten Kugeln enthielt, können Platzpatronen dennoch gefährlich sein, wenn sie in der Nähe des Kopfes einer Person abgefeuert werden. Die Explosion der Waffe war explosiv genug, um seinen Schädel zu beschädigen, sodass Hexham zu einer 5-stündigen Operation ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ärzte konnten ihn nicht retten, aber sie konnten sein Herz für eine lebensrettende Transplantation verwenden. Der ehemalige Navy SEAL Michael Washington, der Hexhams Herz erhielt, sagte später: "Das gab meinen beiden Kindern die Möglichkeit, noch einen Vater zu haben."
Fans auf der ganzen Welt waren untröstlich, als bekannt wurde, dass der australische Tierexperte Steve Irwin 2006 bei Dreharbeiten zu einem Dokumentarfilm ums Leben gekommen war. Der Krokodiljäger hatte sein letztes Projekt, Ocean's Deadliest, aufgenommen, das Irwin auf seinem Forschungsboot Croc One begleitete, um mehr über die gefährlichsten Wasserlebewesen der Welt zu erfahren. Eine dieser Arten führte jedoch zu seinem vorzeitigen Tod, als der beliebte Moderator von einem Stachelrochen gestochen wurde. Es ist wahrscheinlich, dass der Stachel sein Herz direkt durchbohrt hat. Nach einer privaten Beerdigung veranstaltete der Australia Zoo eine öffentliche Gedenkfeier, um Irwins Bemühungen um den Artenschutz zu würdigen. 4000 seiner treuesten Fans waren persönlich anwesend und schätzungsweise 300 Millionen Menschen aus aller Welt verfolgten die Veranstaltung online. Irwins Vater sagte zu den Anwesenden: "Bitte trauern Sie nicht um Steve, er ist jetzt in Frieden. Aber ich möchte, dass Sie um die Tiere trauern. Die Tiere haben den besten Freund verloren, den sie je hatten." Irwins letzte Momente wurden aufgezeichnet und das Filmmaterial existiert noch. Aber alle, die an dem Film gearbeitet haben, waren sich einig, dass es niemals gezeigt werden sollte. Der fertige Dokumentarfilm ist dem Andenken Irwins gewidmet, geht aber nicht auf seinen Tod ein. Jahre nachdem die Kampfsportlegende Bruce Lee bei den Dreharbeiten zu seinem letzten Film auf tragische Weise ums Leben kam, wurde sein 28-jähriger Sohn Brandon Lee am Set erschossen. Der junge Schauspieler stand kurz davor, mit dem Film The Crow, die Krähe, in welchem er die Hauptrolle spielte, ein Star zu werden. In einer Szene des Films sollte Lee aus nächster Nähe mit einer Requisitenpistole erschossen werden. Doch die Sache ging tragisch schief, als er von einer Patrone, die in der Waffe stecken geblieben war, in den Unterleib getroffen wurde. Obwohl er sofort ins Krankenhaus gebracht und operiert wurde, bemerkte niemand, dass er tatsächlich angeschossen worden war, bis nach seinem Tod eine Autopsie ergab, dass die Kugel in der Nähe seiner Wirbelsäule lag. Nach einer langwierigen Untersuchung der Frage, warum eine Waffe, die angeblich mit Platzpatronen geladen war, eine echte Kugel abgefeuert hatte, wurde Lees Tod als Unfall durch Fahrlässigkeit eingestuft. Die Umstände seines Todes verfolgten Michael Massey, der Lee erschossen hatte, jahrelang. Im Jahr 2005 sagte er: "It's something that I'm gonna live with." Von allen Kameraleuten, die jemals in Hollywood gearbeitet haben, war John Jordan wohl einer der wagemutigsten. Obwohl er am Set schwer verletzt wurde, riskierte er weiterhin sein Leben, um eine Reihe von atemberaubenden Aufnahmen zu machen. In einem Interview mit Bond Picks erklärte der Pilot Kenneth Wallace, wie Jordan 1967 bei den Dreharbeiten zu dem James-Bond-Film Man lebt nur zweimal während einer Kampfszene im Hubschrauber verletzt wurde. Wallace erinnerte sich: "Es gab einen schlimmen Unfall, bei dem der Kameramann John Jordan sein Bein verlor, als einer der anderen Hubschrauber mit dem Kamerahubschrauber kollidierte, was ein enger Vorbeiflug hätte sein sollen. In dieser Höhe muss man etwas mehr Platz für die Kontrollreaktion einplanen." Die Rotorblätter eines Bell 47 Hubschraubers rissen ihm fast den ganzen Fuß ab. Und obwohl er von Chirurgen schnell wieder angenäht wurde, musste Jordans Bein schließlich doch amputiert werden. Die Begegnung mit dem Tod hat ihn offensichtlich nicht davon abgehalten, Luftkämpfe zu filmen, denn der Kameramann fiel später bei den Dreharbeiten zu Catch 22, der böse Trick, aus einem Flugzeug. Dieses Mal hatte er jedoch nicht so viel Glück. Jordan stürzte 4000 Fuß tief in den Atlantik, nachdem ein vorbeifliegendes Flugzeug seinen Bomber aus dem Gleichgewicht gebracht hatte. Obwohl The Dark Knight ein Oscar-gekrönter Kassenschlager wurde, war die Batman-Fortsetzung von der Tragödie des Todes von Heath Ledger überschattet. Und Ledger war nicht der Einzige, der vor der Veröffentlichung des Films starb. Der Spezialeffekttechniker Conway Wycliffe kam ums Leben, als der Geländewagen, in dem er fuhr, gegen einen Baum prallte. Die Crew drehte einen Stunt in der englischen Stadt Chertsey und Wycliffe war offenbar nicht angeschnallt. Sein Fahrzeug sollte dem Geschehen folgen, damit der Techniker die Szene mit einer Handkamera durch sein Autofenster aufnehmen konnte. Als der Wagen stattdessen gegen einen Baum prallte, erlitt Wycliffe schwere Kopfverletzungen und starb später im Krankenhaus. Kurze Zeit später bestätigte das Studio, dass es am Drehort zu einem tödlichen Unfall gekommen war, und teilte mit: "Ein Techniker für Spezialeffekte saß in einem Lastwagen, der am Ende eines Testdurchlaufs gegen einen Baum prallte. Die Filmemacher von The Dark Knight beschlossen, seinen Tod im Film mit einer Widmung an ihre Freunde zu würdigen: Ledger und Wycliffe." Als Eddie Murphy sich mit Wes Craven zusammentat, um den Horrorfilm Vampire in Brooklyn zu drehen, konnte niemand ahnen, dass dies zu einem schrecklichen realen Todesfall am Set führen würde. Das Stunt-Double von Angela Bassett, Sonja Davis, zog sich bei einem Fall aus 42 Fuß Höhe lebensgefährliche Verletzungen zu. Kameramann Mark Irwin erklärte später: "Dieser Airbag war so groß wie ein Haus, er füllte die gesamte Gasse aus. Deshalb war auch kein Krankenwagen am Set. Sonja hatte alle Bewegungen gemacht, sie war sich der Szene bewusst. Vor dem Sturz hing sie an der Seite des Gebäudes, oder es sollte so aussehen." Er erinnerte sich, dass Davis beim Sturz mit dem Kopf aufschlug und den Airbag fast völlig verfehlte. Irwin erinnerte sich: "Sie ist vor meinen Füßen gelandet." Die Stuntfrau LaFay Baker bemerkte, dass Davis zu diesem Zeitpunkt gerade den Höhepunkt ihrer Karriere erreicht hatte. Sie sagte: "Sie war so beliebt und hatte so eine tolle Persönlichkeit. Es war einfach so tragisch."
Zu allem Überfluss waren Davis' Mutter und ihr Bruder an diesem Tag am Set. Die Familie Davis verklagte Paramount später auf 10 Millionen Dollar, machte aber deutlich, dass kein noch so hoher Betrag ihre Tochter zurückbringen könnte. Regisseur Richard Lester zog sich vom Filmgeschäft zurück, nachdem sein häufiger Mitarbeiter Roy Kinnear bei einem Reitunfall am Set von Die Rückkehr der Musketiere ums Leben gekommen war. Nachdem er sich das Becken gebrochen hatte, wurde Kinnear in das Ruber International Hospital in Madrid eingeliefert. Dort erlitt der Star einen Herzinfarkt und starb. Kinnears tragischer Tod führte zu einer Klage gegen die Produktionsfirma, die dazu führte, dass die Familie Kinnear 650.000 Pfund Schadensersatz sowie die Gerichtskosten erstattet bekam. Seine Witwe, Carmel, sagte vor Gericht: "Diese Nacht ist für immer unauslöschlich in meinem Gedächtnis verankert." Nach der Bekanntgabe des Vergleichs sagte sie, dass Gerechtigkeit geübt worden sei. Carmel erklärte: "Jemand kann nicht einfach sterben und wir alle vergessen es. Nichts wird jemals die letzten 6 Jahre der Hölle oder den Rest unseres Lebens ohne ihn wieder gut machen." Sein Sohn Rory, der in die Fußstapfen seines Vaters getreten und Schauspieler geworden ist, sagte dem The Guardian, dass Kinnear immer noch seine Fans in der Branche hat. Er sagte: "Ich treffe auch heute noch Leute, die sagen, dass sie von seinem Tod sehr betroffen waren. Aber wenn ich jetzt in der Branche arbeite, hat jeder eine neue Geschichte über ihn und jede neue Geschichte ist eine nette Geschichte." Er betonte auch, dass sein Vater seine eigene Schauspielkarriere gut geheißen hätte. Rory fügte hinzu: "Er wäre glücklich gewesen, wenn ich glücklich bin."